Oh, ich habe Angst. Okay, cool. Nein, warte, warte. Ich nehme unsere Bürste hier. Ich hab leider zwei Bürsten, weil ich doof war. Hätte ich am Anfang nicht die zweite Bürste gekauft, ich hätte so viel Geld sparen können. Ich dachte, jedes Klo kriegt eine eigene Bürste. Mann, war ich doof. Wir wischen einfach in jeder Scheiße rum mit derselben Bürste. Ich bin leider manchmal naiv. Muss Kondome verkaufen in dem guten Klo. Würde ich wahnsinnig gerne machen. So, haben wir ein Werbeangebot wieder? Nee. Leute! Licht ist an. Leute! Haut die Wurst ins Porzellan. Ja, das macht hier jeden an. Okay. Ist das der Wolverine von Schlecker oder was? Coffee Break. So, bei uns kommt, glaube ich, niemand. So, Game gekauft? Was? Warum? Ich meine, ja klar, ist cool. Was? Hä? Vielleicht bekommst du mehr Geld, wenn du eine teurere Toilette kaufst. Die müssen wir uns jetzt mal leisten können. Ich habe nur 24 Euro auf Tash. Ich habe leider nur 24 Euro. Ich würde super gerne hier alles natürlich... Ich würde mein ganzes Klo mit Elfenbein auskleiden, ja, und mit Blutgold und Diamanten. Aber ich kann es mir aber nicht leisten. Ich würde hier Teppiche von kindergeknüpften Händen aus Mombasa würde ich hier auslegen. Die feinste Seide vom Morgensultan, alles. Aber es geht aber nicht. Wir haben nur 24 Euro und dafür kriege ich leider nur alte Pappen. Das ist alles, was ich machen kann. Du hast Fliesen im Schrank. Ja, die habe ich schon gemacht hier. Das sind schon die neuen Fliesen. Mehr haben wir nicht. Klopapierhalter ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich hole jetzt nochmal drei Klopapierhalter. Biete dich als Tanzmädchen an. Habe ich versucht, aber die finden meine Moves nicht so cool. Nee, Dotika, siebte, meine Ahnung. Namen! Wie kosten die Fliesen eigentlich? Regionale Fliesen, okay. Endemische Fliesen, was? Oh, Geld aus der Werbung. Grundmaterialien, ja, die sind alle kostenlos. Komfort 2, Komfort 3, Komfort 4. Das Klosett hat Komfort 4. Komfort 8. Oh, Leute. Das Klosett ist es. Elektrischer, intelligenter, multifunktionaler Klosett. Intelligenter. Der ist es. 200 Euro. Mit Knöpfen. Und hier mit Selbstreinigung und so. Das Klosett ist es. Leute, dann haben wir es. Wenn wir das haben, haben wir es geschafft. Okay, ich kaufe jetzt nochmal drei Klopapierhalter, ja? Ich glaube, damit können wir wirklich am günstigsten senden an Toilette. Oh, die hat sogar vier. Oh, geil. Okay. Das machen wir gleich. Schneller kriegen wir das nicht zusammen. Für 200 gibt es aber auch vier Tanzmädchen. Ja, aber in die kann ich ja nicht scheißen. Oh Gott, Twitter. Oh Gott, Twitter. Aber das ist doch gut, wenn man das sagt, oder? Ist doch eigentlich was Gutes, wenn man das sagt. Moment, wie sagt wer? Warte mal, sicher? Warte mal, was? Was? Wird sowas angeboten? Warum frage ich eigentlich? Ich sollte einfach diese Fragen nicht mehr stellen. Ich sollte einfach aufhören, im Internet nach irgendwas zu fragen. So. Da haben wir... Klopapier müsste ich bald noch kaufen. Ich habe nur noch 16 Euro, aber... Achso, draußen... Ich glaube, die Dinger bringen den Durchbruch. Wir haben jetzt 12 Komfort mehr. Pixlordi, dankeschön. Vielen Dank. Bitte ruf den Klempner. Ja, ich habe kein Geld. Oh, Junge. Ich mach gleich. Wir haben 12 Komfort mehr. Morgen werden wir uns die Bude einrennen. Pass mal auf. Und dann wird's richtig... Männerwaschbecken ist jetzt auch kaputt. Oh Gott, die sind alle kaputt. Oh Gott.
Morgen die Bude einrennen. Alle Waschbecken sind kaputt. Was denn das? Jetzt habe ich gerade endlich mal ein bisschen... Ich hasse alles. Die Rohrzange ist leider nicht dafür da und wir haben kein Klopapier mehr. Okay, ich muss mehr Klopapier noch holen. Scheiße. Okay, ich habe da dann noch 12 Euro. Ne, 16 Euro habe ich jetzt. Okay, warte mal. So, kann es auch ins Minus gehen. Will ich natürlich nicht, ne? Ist ja klar, ich will natürlich solvent bleiben. Was brauche ich nochmal? Ah ja, genau, ich nehme die Klobürste. Ist ja auch egal, ob die da rumsteht. Der eine Halter ist falsch. Der hat nur kein Klopapier. Ach, was hat die Sonja hier wieder gemacht? Da hat die Sonja wieder richtig reingepfeffert einfach. Richtig in die Schüssel gehauen hat die Sonja. Nee, Sonja. Nee. Huch. Spiel gespeichert, hat wieder Hunger gleich? Natürlich. So, warte. Danke, Sonja. Ist so, ne? Ist so, die Sonja wieder. Ich brauche noch Klopapier und ich brauche was zu essen. Schau mal, das ist eine Handyablage, darum weniger Komfort. Nee, mehr Komfort. Deswegen haben die 4 und nicht 2 Komfort. Okay, einmal Bohne. Parfümiert. Parfümiert bringt uns wahrscheinlich... Oh, warte mal kurz. So, warte. Und jetzt nehme ich noch Metal United, dankeschön. Vielen Dank. Es ist spät. Okay, abholen. Ich nehme es auch mal mit. Komm. Und Urban Dictionary, dankeschön. So. Du hast einen Halter ohne Handyablage gekauft. Oh nein, was? Oh, ich habe wirklich einen Halter ohne Handyablage. Oh nein. Oh shit. Weil ich mich beeilt habe. Ich habe wirklich einen ohne Handyablage gekauft. Aber egal, wir haben trotzdem mehr Dingens. Also mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen heute überhaupt Kunden. Ich muss auch noch duschen. Ich hoffe, wir kriegen heute überhaupt Kunden. So, ich brauche eine Dusche. Hallo? Sie sitzt noch da? Okay, bevor sie fäkalieren geht, gehe ich mal duschen. Sag mal, wenn die Waschbecken kaputt sind, kommt dann überhaupt keiner mehr? Kann das sein? Also wenn die Waschbecken broken sind, ist dann vielleicht das Klo auch komplett broken, weil das Waschbecken kaputt ist. Keiner kommt mehr. Oh, leck mich am Arsch. Boah, das Spiel ist aber ein bisschen gnadenlos, ne? Alter, jetzt hör auf! Hör auf! Bei jedem dritten Mausklick geht das jetzt aus. Und dann drücke ich natürlich nochmal, weil ich mehrfach drücke und dann geht er gleich wieder rein. Oh, Junge, dreimal geduscht. War aber auch nötig. So, ich bin seicht erbost. Weil, erstmal, nee, da haben wir nicht, Klempner. 5 Euro. Ja, ich zahle. Ja, danke, dass wir uns gewählt haben, Klempner. Okay, da kostet aber nur 5. Okay, das kommt uns... Wehe, einer macht Tobi-Witze. Wozu duschen? Du hast doch Raumspray. Du hast die Rohrzange. Um Wasser illegal zu machen. Dann können wir auch Wasser illegal schalten. So. Das Gute ist, für 5 Euro macht er jetzt alles. Alles sauber. Hier ist halt das Problem mit dem Handyhalter. Na gut, dann kaufe ich eben noch so ein Ding. Das kann ich auch selber machen, was der da macht.
So, alle drei bitte machen, ne? Nicht nur eins. Bitte alle drei machen. Ich habe noch 2 €. Wir kommen da wieder raus, Leute. Wir kommen da wieder raus. Ja, echt, Tobi, voller Scammer einfach. Voller Scammer und hinterlässt hier seine Scheißspuren. Oh, so eine Kacke, ey. Ich glaube, die besseren Waschbecken gehen auch nicht mehr kaputt, ne? Aber was war das denn mit dem Waschbecken einbauen? Das war sofort kaputt. Was war das denn bitte? Holy shit. Na, Tobi, bist du ein bisschen spazieren gegangen, wa? Wollte ich nicht stören. Ja? Falls du vielleicht noch Minecraft streamen musst oder so. Du, ich wollte dich nicht stören. Nee, mach ruhig. Mach, wie dir gefällt. Das sind 2 kaputte Waschbecken. Bitte mach das andere auch noch. Ich nehme Wetten entgegen. Das ist ein Bastard. Das ist ein Bastard einfach. Sperr die Tür zu. Geht ja nicht. Ich kann nicht zumachen. Das ist ein Bastard einfach. Ich habe noch 2 €. Reicht exakt noch für eine Dose Bohnen, aber morgen haben wir wieder Kunden. Und dann rufen wir den Handwerker, kriegen wir mehr Kunden. Nimm deine eigene Rohrzange. Geht nicht! Also, ich kann es natürlich gerne probieren, aber es geht nicht. So, wir haben eine Rohrzange, aber die ist nur, um Wasser zu sparen da. Ich bin doch kein Klempner, ich kann doch nicht alles. Ich kann ein Klo managen, aber hier, damit baue ich es ab. Pass auf. Ist immer noch kaputt. Wolltest du demonstrieren? Macht das Wasser auch auf schwarz, ja? Hey, mein Freund, alles gut? Morgen, pass auf, morgen 100 pro morgen Bullerei, Strafe zahlen. Wird passieren. So, jetzt aber pst. Sagt's niemandem, ja? Lass das Werkzeug doch direkt da hinten. Oh, das ist eine super gute Idee. Das ist eine super gute Idee. Fällt das der Polizei auf, wenn da was liegt? Nee, ne? Wieso sagt er denn nicht Bescheid? Doch, doch, macht er ja. Aber momentan kommt ja noch keiner. Was war das denn? Okay, pass auf, ich mach anders. Ich leg hier hin. Das ist ein sehr großer Schraubenzieher offenbar. Okay, Werbevertrag ist beendet, aber ich krieg kein Geld für heute, oder was? Ach, warte, wir kriegen pro Kunde Geld, oder wie?
Lass die Sachen da liegen. Ist aber unser Freund, das macht der verkauft nicht. Okay, wir kriegen pro Kunde Werbekohle. Wenn kein Kunde kommt, haben wir auch keine Werbekohle. Das ist halt super bitter. Sehr, sehr bitter heute. Also das ist, puh. Na gut. Ich hoffe, die verschwinden nicht. Das wäre... Ich hoffe... Also wenn die Sachen da hinten verschwinden, dann mache ich aus. Da bin ich so verzweifelt. So, nach Hause schicken bitte. Heute gehen wir mal wieder schlafen, Leute. Hm? Heute ist so ein Tag. Ich fühle mich heute gut. Heute gönnen wir uns mal... Wir haben 0 Euro im Portemonnaie. Ja, läuft also bei uns. Läuft richtig gut. So. Und jetzt... anschaffen gehen. Ja, das ist, glaube ich, der letzte Ausweg. Wahrscheinlich das erste DLC. Anschaffen gehen. So. Okay, gut. Dann. Mit 0 Euro können wir auch richtig gut schlafen jetzt. Hallo? So, die letzten Bohnen fressen. Geil. Einmal kurz abjauchen. Und dann geht's ab in die Dusche. Und dann geht's wieder raus. Die erste DLC, der Zweitjob. Aber wirklich, ne? So. Leute, heute wird ein guter Tag. Habe ich noch einen Werbevertrag? Nö. Heute wird ein richtig guter Tag. Ich spüre das einfach. Ich spüre das. Heute ist es soweit. Kann man speichern? Vergiss die Frage. Okay. Heute wird ein richtig guter Tag. Ja, ja. Heute wird es so, wie ich es mag. Ja, ja. Ach, der speichert ja jeden Morgen. Stimmt, habt ihr recht, um 7 Uhr. Das stimmt, habt ihr recht. Alles klar. Heute wird ein richtig schöner Tag. Boogie, boogie. Okay, kann ich einen Klempner rufen und ins Minus gehen? Ich guck mal kurz. Nicht genug Geld. Okay, offenbar nicht. Ciao. Sobald hier einer scheißt, hole ich gleich einen Klempner, ne? Und da kommen die ersten beiden Scheiße des Tages. Zuverlässig wie eh und je. Bitteschön. Bitteschön, rein da. Heute auch gerne die doppelte Portion servieren, ja? Ich wasch alles auf. Einfach doppelt abkoten. Mika Bobo, dankeschön. Dafür kann ich Klopapier kaufen. Mika Bobo, vielen Dank. Dafür kaufe ich sogar Softlan. So. Ich setze mich hier hin und warte einfach mal, ja? Die zwei finanzieren echt ein Business. Wahre Geschichte. Erinnert mich an den Jogger, der täglich aus der Natur an den Wegesrand abwurstet. Hab ich gelesen auf Reddit. Oh ja, ey. Oh ja. Gib mir die süßen 5 Euro. So. Raumparfüm geht gerade nicht. So. Das macht nicht Ding. Okay, warte. Nochmal. Oh. Nee, jetzt ist legal, ne? Ich glaube, jetzt ist legal. Okay. So. Wunderbar. Heute gutes Gefühl. Bald werde ich diesen Stall noch füllen. Ich weiß es genau. Du hast im Kühlschrank Getränke. Funktionieren die auch gegen Hunger? Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Oh, hallo, Gnädigste. Oh, hallo.
Ich hoffe, sie haben gut kotiert. So. Tanzmädchen-Time. Ich habe nur 5 Euro. Jetzt geht's richtig los. Gnädigste, kommen Sie bitte ran. Hallo, Polizei. Ich hoffe, die finden die Geräte nicht. Dankeschön. Ist ja nicht illegal. Es ist doch nicht illegal, da hinten Schraubenzieher liegen zu haben, oder? Das ist ja nicht illegal. So, Außenwand streichen. Ja, ja, neue Fliesen und so auch. Aber ich habe keine Kohle. Ich habe gerade mal 10 Euro. Raum. Und da werde ich, glaube ich, gleich Raumparfüm kaufen. Für noch mehr Komfort. Apropos mehr Komfort. Apropos Raumparfüm. Und da kommt der nächste Gast. In unserem kleinen Scheißpalast. Okay, gut. So. Hier ist noch alles wunderbar. Der ist neu. Ich konnte gerade noch gar nicht. Der kam so schnell hinterher, dass ich gar nicht beim Klo kontrollieren konnte. Aber 5 Euro sind 5 Euro. Lass liegen, Brudi. So, dankeschön. Der kam echt schnell hinterher, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Oh nein, oh nein, oh nein. Er hat einen Froschleich hinterlassen. Oh nein, oh Junge. Warum? Warum tust du... Oh Junge, puh. So eine richtige Krokantmischung, das muss doch nicht sein. So, okay, gut. Weiter geht's. Den letzten Rotz kriegen wir locker da durch. So. Okay, der Boden ist wenigstens sauber. So, und Johnny, auch dir vielen Dank. Fast so sauber auf deinem Klo wie im Schloss Dimitrescu. Wie alle die Lady so angeiern, ne? Die arme Frau. Habt ihr gesehen? Für Resident Evil 8 gibt es so eine komische Mod mit so einem Fliegenklatsche, wo man der Lady auf den Arsch schauen kann. Ich hab da Videos gesehen. Und Musician meint, er hält den Weltrekord. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ja, Klopapier nachhängen ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Mach ich mal gerade, warte mal. Geld nehmen. Oh ja, Entschuldigung. Wow, Chat, wow, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ihr so geldfixiert seid. Entschuldigung. So. Okay. Also, wenn euch Geld so wichtig ist, dann spart doch jetzt einfach was bei Twitch Prime. Manchmal probiere ich es auch. Ja, also überleg mal, Twitch Prime, ne? Du gibst ja normalerweise 5 Euro für einen Sub aus pro Monat. Bei Twitch Prime kannst du 5 Euro sparen im Monat oder sogar noch mehr, je nachdem welchen Tier, und hast dann mehr Geld übrig, weil du hast ja gespart. Überleg das doch mal. Also am besten jetzt sofort machen. Strom und Wasser umstellen, hast du recht, mach ich sofort. Ja, ich stelle wieder auf illegal. Alles klar, cool. Übrigens, an die gerade mit danke an alle, die gerade mit Prime subscriben, ne? Und GG zum gesparten Geld. GG. Das ist echt super. Und jetzt überlegt mal, was ihr mit dem gesparten Geld machen könnt jetzt. Überlegt doch mal. Da ist so einiges drin. So. Okay, zack. Okay, jetzt ist illegal, ne? Cool. Super, das klappt alles. Das klappt alles. Okay. 20 Euro haben wir wieder. Hä, wo kommt das denn auf einmal her? Ich überlege, ob ich jetzt da nochmal schnell, 2 Komfort machen soll, indem ich, was man so alles mit nicht ausgegebenem Geld machen kann, wahre Geschichte. Ich sage, da kannst... Und jetzt kannst du mit dem gesparten Geld von Twitch Prime, kannst du jetzt halt ein paar Sachen leisten. Die einfach selber mal was gönnen. Weißt du, was ich meine? Ich meine es ja nur gut mit den Leuten. Das ist ein ganz selbstloser Tipp von mir. Ganz selbstlos. Wow, dafür komme ich in den Himmel. Nee, was wollte ich? Wie, was? Oh, erstmal Briefkasten 2. Market natürlich. Online-Rechnungszahl.
Ich habe 20 Euro auf Tasche. Wo ist denn die Rechnung? In 3 Tagen fällig? Okay. Einfach ignorieren. Das ist eine gute Idee. Rechnung immer ignorieren ist das Beste, was man machen kann. Wir haben zwar noch ein bisschen, glaube ich, ne, aber... Warte kurz. Kannst du ja mit Twitch Prime zahlen. Nee, da spart ihr nur. So, Essen kaufe ich auch gleich, aber ich wollte erstmal hier ein bisschen gerade machen. So. Dafür kommen morgen wieder mehr, ne? Da kommen morgen wieder mehr. Ellen DeGeneres nach ihrer Talkshow. Oh, Alter, ist so bitter, was da abgegangen ist, ne? Das ist so bitter. Ich meine, ich kann es nicht beurteilen, ich stecke da nicht genug drin und so, aber puh. So. Ich bin ganz ehrlich, ich lächle auch nicht immer. Ich bin auch nicht immer nett. Ich habe auch so meine Momente. So. Sendung wurde noch abgesetzt jetzt bei der Ellen DeGeneres. Wegen irgendwelchen Sachen, die da hinter den Kulissen passiert sind, wie Mitarbeiter behandelt wurden. Geh scheißen. Doch einfach mal scheißen. So. Mobbing in der Arbeit. Genau. Ich weiß aber halt wirklich nicht, inwieweit sie da involviert war und inwieweit da ein Drama draus gemacht wurde. Ich habe keine Ahnung. Kann ich aber nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ach so, Ellen hat gesagt, sie will nicht mehr, hat 50 Millionen Dollar abgelehnt. Oh, okay, krass. Krass. Oh, Essen. Ich hol Bohnen. Ich hol die Bohnen, Leute. Wir haben 4 Euro, aber ich hol die Bohnen. So. Bei den Bohnen muss ich immer furzen. La, nach Hause schicken. Ich könnte mal mehr Bohnen holen, ne, wenn ich ein bisschen mehr Geld haben. Kannst du nicht sparen und Essen in den Mülleimern suchen? Erzähl mir mehr von zu Hause. Das war früher mal der Oberspruch. Wenn irgendjemand was gesagt hat, immer erzähl mir mehr von zu Hause. So, warte. Ich geh knacken. 2 Euro habe ich noch. Ich gebe 2 Euro schlafen diesmal. Aber dafür sind die Waschbecken alle heile. Ist das nicht ein Traum? 50 Millionen Dollar, was das in Bohnen wäre. Boah, voll geil. Wir könnten 100 Millionen Tage hier noch spielen. Nee. 25. Entschuldigung, habe ich gerade sehr gut gerechnet. Bin 1 guter Mathematiker. So. So. Das war der Subtrain gerade. So, Gedusche ist auch. Cool. Inzwischen, so. So, aber heute wird's laufen, Leute. Ich hab's im Gefühl. Wir haben Strom und Wasser illegal gestellt. Wir haben ganz tolle Toiletten. Wir müssen, glaube ich, einen Toilettenhalter müssen wir noch austauschen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Aber heute wird's richtig rennen, das Business. Ich spüre es. Wir haben Raumspray, wir haben alles. Also heute ist mir gerüstet wie nie. Wenn du heute hier kotieren kommst, es wird ein Deluxe-Schiss. Es wird ein Event, da wirst du noch deinen Enkeln von erzählen. Ich weiß noch, als ich damals Deluxe geschissen habe. So wird es sein, Leute. Wenn ihr scheißen wollt, kommt heute her. Ja, es riecht nach Himbeeren und Zitronen. So frisch, so gut. Und euer Klo, er bettet sich sanft auf ein kleines Porzellanschüsselchen, das sich einfach anfühlt, als würde der Herr selbst vom Himmel scheißen. So wird es einfach sein. Guck mal. Wir haben auch Stammgäste. Es muss einfach gut sein. Die kommen noch nicht umsonst jeden Morgen. Die warten aber, bis ich da bin.
ja, bis alles fertig ist und kommen dann sofort um ihren Morgenschiss hier in unsere, ich sag mal genau, in unser Erlebnisklo zu pflanzen. Ein Traum.